Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty Rusty Rust. Was war das gerade? Double Barrel Shows, Shoddy Shows. Ja, Leute. Neuer Tag, zwei Stündchen Zeit, bedeutet bisschen Rusty Rust. Gestern war ja ein bisschen was los im Stream auf jeden Fall. Neben dem ganzen Stream-Problem, die ihr ja wahrscheinlich in den Folgen gar nicht so mitbekommt, hoffe ich. Ich habe die noch nicht geschnitten, von daher kann ich da noch nicht viel zu sagen. Aber einfach kleines Update an euch. Türen reingesetzt noch gestern. Unser Scheiß habe ich noch verlernt hier. Ich bin hier einfach runtergegangen. Unser Ziel ist, ja, das haben wir auch schon gelernt. Unser Ziel ist auf jeden Fall Revolver. Da könnten wir auch gleich die Trap noch mitnehmen. Double Barrel natürlich. Ja, das ist der Weg, wo wir hinwollen. Wir können ja mal kurz gucken. Bis zur Double Barrel 275. Dann haben wir ihn noch hier. 20. Also 300. 370 Scrap. Ja, das ist der Plan. Ansonsten, ich habe ein bisschen was liegen zum Scrabben auch. Also das sollte jetzt nicht so das ganz große Problem sein. Ich brauche auch Haiku. Wie man sieht. Na, ich habe die vier Decken aufgewertet hier, die inneren auf Haiku. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, was hier los ist in unserer Umgebung. Und ja, wie immer zum Start, ich brauche erstmal ein bisschen Zeug. Hier ist alles leer. Ich höre schon Huhn gackern, also... Attacke. Mal gucken, was sich hier so getan hat. Bin selber gespannt. Also, man sollte sich vielleicht noch irgendwas anziehen, damit man nicht nackt ist. Das wäre noch eine gute Idee. Und ja, Stream hat mir gestern Spaß gemacht. Leider Twitch nicht mitgespielt. Viele Probleme gehabt. Das war super nervig. Hoffen wir einfach mal, dass ich da trotzdem ein paar brauchbare Folgen rausschneiden konnte. Wir haben ja auf jeden Fall ein bisschen Feinkontakt gehabt. Wir haben ein bisschen was geradet mit Eoka. Also war auf jeden Fall ein bisschen edgy. Ja. Na gut, die eine Bude da hinten sollte auf jeden Fall weg sein. Die ist gestern noch zerfallen, wo ich noch ein bisschen hier gecraftet habe und sowas. Ja, da sollte ich, wenn wir die Butze länger behalten wollen, an der Ecke sollte ich auf jeden Fall auch noch das Viereck mit ansetzen. Weil da ist halt der Bauschaum. Wenn man das von außen sieht, dass da eine Tür ist, ist halt nicht so nice. So. Ja, gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Ob hier ein bisschen Loot rumsteht, ob ein bisschen Ressourcen liegen. Meine Ressourcen haben wir da hinten jetzt in Not auch noch. Mal, ob hier eine neue Butze ist. Da ist auf jeden Fall schon wieder ein Bär. Der natürlich auch abhaut. Lass ihn mal abhauen. Egal sein. Ja, die Butze haben wir gestern hier hatten auch. Weil ihr sollt es ja gesehen haben in den Folgen. Wollte sich halt jemand hinbauen. 20 Meter von uns entfernt, also. So geht's ja nicht, ja. Ich nehme jetzt auch Steine mit, die hier liegen. Weil dann können wir nachher nochmal eine Runde drehen, wenn was nachgespawnt ist. That's the plan. Ansonsten bin ich bisher echt zufrieden. Ja, der Anfang war ziemlich low. War ziemlich wenig los hier. Das ist aber auch völlig okay. Aber dann gestern Abend zur Primetime war ja auf jeden Fall ein bisschen was los hier. Klar, wir sind hier im Startgebiet. Hier ist sowieso weniger los. Ne? Das muss man natürlich bedenken. Ziel ist auch eigentlich nicht hier zu bleiben.
Vielleicht mit einer, mit der Hauptputze mal gucken. Ansonsten ist natürlich auch das Ziel, sich woanders noch ein, zwei Butzen hinzubauen. Allerdings muss ich halt gucken, wie meine Zeit ist über den Monat gesehen. Ne? Kann ich jetzt... Da habe ich da Bock drauf und würde mir das wünschen, wenn das so klappen würde alles, wie ich mir vorstelle. Auch, dass wir uns mal alles so ein bisschen angucken, so Unterwasserlabor und den ganzen Scheiß. Ja, aber ob das so wird, kann ich euch echt nicht sagen. Weil Herr der Ringe Online bekommt auch noch Mitte des Monats ein Update. Dann wird da auf jeden Fall erstmal reingesuchtet. Dann wird da ein bisschen weniger Zeit sein für Rust. Lassen wir uns überraschen, wie weit wir hier kommen irgendwie. Nehmen wir die Hühner alle mit hier, weil wir wollen auf jeden Fall Tunnel. In nicht allzu ferner Zukunft. Und da ich noch keine Spritzen habe, gibt da ein bisschen Hühnerfleisch. Zeit uns nicht immer 10. Und außerdem sind die super nervig. Deswegen sammle ich auch hier die ganzen Pilze ein. Die heilen auch gut. Deswegen lege ich das auch mal eben vorne in die Putze rein, nachdem ich den Eisenstone hier mitgenommen habe. Und dann geht's weiter. Ja, also aktuell muss ich sagen, macht mir Rust echt Spaß. Auch gestern, wo wir auf der Fresse bekommen haben und so. Es regt mich nicht so auf wie früher. Ich weiß nicht, warum es schon wieder so leckt. Das ist das Einzige, was mich triggert. Sag ich euch auch ganz ehrlich. Performance ist echt grausam geworden in Rust. Also ich persönlich merke es nicht, wenn ich selber zocke, aber ich sehe es in der Aufnahme und das triggert mich. Das finde ich super schade. Ich gucke noch mal eben ganz kurz in die Einstellung rein hier. Nicht, dass sich schon wieder hier irgendwas geändert hat. Beende die Aufnahme mal eben einmal. Hatte also mal eben. Alarm! Alarm! Ich habe hier einen Baum fällen gehört. Hört sich also so an, als hätten wir auf jeden Fall einen neuen Nachbarn hier. Ihr hört das Kloppen nicht, hört nur den Baum fällen. Ihr gehört. Super nervig. Ich wollte ganz entspannt jetzt ein bisschen Squirby machen. Kann natürlich nur nackt auf der Durchreise sein, weil wie gesagt, hier vorne ist halt Spawnpunkt. Aber da hat er auch schon Loot eingesammelt. Natürlich auch schon eine Bo haben, ne? Keine Ahnung, ich höre nichts kloppen, ich sehe keinen Baum mehr fallen hier. Mein Schlafsack. Mr. Bär. Ja, I don't know, ey.
wieder wild hier. Also zwei Bäume gefällt. Kann das echt irgendwie nackter gewesen sein, aber man weiß es nicht. Kann das auch sein, dass hier irgendwo eine Butze ist. Kann auch sein, dass da vorne eine Höhle ist. Ich hatte auch noch gar nicht. Eine Höhle wohnt. Mit. Ist wieder wild, ne? Das sag ich ja so, also die Bäume fällen oder fallen. Hörst du 20.000 Kilometer weit. Kloppen habe ich das auch gar nicht gehört, ey. Keine Ahnung. Der wild wieder. Weil wieder die Sounds in den Schmutz sind, was? Vielleicht habe ich den auch auf der verkehrten Seite geortet oder was? Ich gucke gleich nochmal. Ich würde gerne den Scientist da an der Straße auch wegmachen. Was hat er denn jetzt geschossen, Alter? Irgendein arm Nackten, der da gerade gespawnt ist, oder? Alter, hier ist wieder was los, ey. Leck meine Füße, ey. Kann natürlich einfach wieder ein Ziel gewesen sein. I don't know. I don't know, Leute. Ist doch nicht meine Butze, da mal unseren Nachbarn. Der das gewesen sein, der die Bäume gefällt hat. Ja, klingt mal, Alter. Der hat auf jeden Fall was vor. Bautechnisch. Okay. Zu wissen, ey. Da unten läuft er nackt da. Keine Ahnung, wann der sich hier hingebaut hat, Alto Belly. Aber gut. Soll uns nicht stören. Weiß das auch den, den ich gestern da weggeballert habe? Der will's wissen. Möglich ist alles. Wir werden es erleben wahrscheinlich noch. Ein bisschen Eisen wäre mir lieber gewesen, aber gut. Nimm's jetzt mal mit. Und dann machen wir gleich hier die paar Fässer, die da stehen. Und gehen auf jeden Fall mal scrabben. Aber auch da würde ich mich erst einmal umgucken wollen. Dass ich da den ganzen Scheiß loslaufe und da stehen irgendwie was weiß ich wie viele Butzen und da laufen was weiß ich wie viele Leute jetzt rum. Das muss ja nicht sein, ne?
Aber sonst können wir natürlich auch mal über den Jackhammer nachdenken, ne? Gerade hier liegt so viel, Alter, hier smasht er einmal durch. Das macht schon Sinn, ey. Hier liegt eigentlich auch immer irgendwas rum. Boah, mal eben hier, wenn die Kisten sind, nehmen wir die auf jeden Fall schon mal mit. So, das sind die Karre, die immer so. Oh, also kistenmäßig ist hier echt immer mau. Diese Scheiße immer. Damit. Was soll ich damit, du? Na gut, 8 Scrap sind 8 Scrap, wa? Aber ansonsten... Ansonsten ist eher mau. Was jagst du denn gerade? Da wäre nochmal so vor. Zweimal sogar. Naja, wie gesagt, Bodendosengranate und Sprengladung haben wir, ne? Ich werde auf jeden Fall alles mitnehmen, was wir finden, so. Was dann am Ende irgendwie noch zum Raid kommt. Dieser Staffel kann ich natürlich nicht sagen. Aber wir packen es ein. Toni. Ne, 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 ne. Boah, wie weit ist denn der Bär schon wieder gesmashed? Bis nach da hinten oder ist das ein anderer Bär? Vorne nicht jetzt auch gerade noch was aus Stein? Das hier erstmal eine Butze ist? Da müssen wir nochmal gucken, ey. Das ist ein anderer Bär. Oh. Nicht wirklich, ey. Poppt ihn halt nicht wirklich, den Bären. Oh, ich hoffe, die Aufnahme ist nicht laggy, Alter. Ich sehe, in der Vorschau sieht das immer so ein bisschen laggy aus. Schon mehr keine Ahnung, was mit Rust los ist hier, Alter. Verstehe es nicht, ey. Ich habe die scheiß Grafik schon so weit runter und ich habe nichts anderes gemacht wie gestern, Alter. Mal vorsehen aus. Ja, es liegt echt am Vorsehen. Wow. Okay, soll es besser sein für euch, Leute. So, ich habe doch aber hier gerade nochmal, wo ich da unten habe ich doch hier eine Steinbutze gesehen gehabt. Im Augenwinkel. Also nicht die, die da steht. Warte, ich gehe nochmal ganz kurz hier, war noch hier, stand doch auch Loot. Ne, der ist bestimmt schon wieder weg, ey. Mal damit anfangen, weil der hier rumsteht. Der steht eigentlich nicht so oft.
Nice. Ansonsten haben wir noch die Türme, die können wir noch looten. Den Hafen natürlich. Wenn er da ist. Joa. It's a plan, ey. Also ich muss auf jeden Fall squaben halt für Haiku, ne? Da fällt mir die Butze, das macht ja natürlich dann auch keinen Sinn. Bin jetzt schon wieder am überlegen, wie weit ich jetzt hier noch was in die Butze reinstecken soll. Oder ob wir sagen, wir lassen die so, mach vielleicht noch dieses eine Viereck dran oder generell die Vierecke noch dran aus Stein einfach, das kostet ja nicht viel. Und wir dann sagen, wir bauen was Richtiges. Mein Gott, Alter. Sieht so die Überlegung, die ich habe. Ich denke, so werde ich es aber auch machen. Dann lassen wir die Butze so. Und vielleicht nochmal ein, zwei Wände auf Metal Frags. Obwohl ich denke, da wird eh keiner dann kommen. Dann durch die Türen wahrscheinlich. So, hier war ich. Hätte ich irgendwie aus dem Augenwinkel. Der wieder Hassis gehabt oder was? Ich will es gar nicht abstreiten. So, ich nehme jetzt hier noch den Loot eben mit. Dann gehen wir zum Scientist. Ob wir den wegkriegen. Oder machen den weg, besser gesagt. Hoffen, dass der irgendwie. So, eigentlich habe ich auch eine grüne Karte liegen. Wir könnten sogar den am Hafen da Dinge looten. Uns ja gestern noch geschossen. Überall nur diese Rotzkisten, ey. Was ist denn los, ey? Gib mir doch mal eine Klinge her. Komm mal, das Gebiet ein bisschen säubern hier, ne? So, ja, den Scientist müssen wir am besten von oben weg machen, ne? Da war ganz gut. Oder halt nah ran und hoffen, die Nägern. Regelt das. Mal gucken. Hier steht nie Loot irgendwie. Also bevor ich eine richtige Butze baue, würde ich halt echt gerne mal ein, zwei Folgen Aufklärung machen. Das heißt mal Richtung Kraftwerk, mal Richtung irgendwelchen anderen POIs. Wo ich denke, da schon alles zugebaut sein wird. Müssen wir mal gucken. Ansonsten sagen wir, wir bleiben hier irgendwie in der Ecke. Bauen uns da halt echt so kleine Butzen nur hin. Das könnten wir halt auch machen. Aber klar ist, ich will auf Dauer jetzt hier nicht nur in den Hafen looten. Das bringt uns ja nie weiter.
Das bringt uns ja nicht weiter auf Dauer. Obwohl der Standort ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Um zu sagen, man geht auf Cargo und Unterwasserlabor. Naja, da war der, was mir auch vorne gefällt hat, ja. Hier gleich wieder rein verdrückt. Aber wir können uns ja schon mal gucken, was er da baut. Auf jeden Fall, ja, ich habe es ja auf Video, er hat auf jeden Fall zwei Doppeltüren oben, das wird er noch zumachen. Und ja, da baut er weitere Türen rein, sein Loot ist wahrscheinlich unten. Na, lass ihn da mal machen. Okay, den haben wir auf jeden Fall hier rumgeistern. So, ich weiß jetzt auch gar nicht, wann habe ich einen Cut gemacht, nach 10 Minuten oder was? Jetzt trotzdem noch den Scientist, obwohl der hat ja auch schon einiges. Blechtüren und so. Jetzt hier mit dem Scientist rumballer. So, vielleicht zum Abstauben. Wir gucken trotzdem mal. Oder? Hinten steht auch noch irgendwas. Mein Gott. Voll, ey. Den Eisensturm hier da mitnehmen. Der muss ja richtig reingesuchtet haben, der Dude. Ja gut, er hat jetzt noch nicht so viel da stehen, aber... Hat da schon Dreiecke dran und muss... Aus Dingens und so weiter. Hat schon einen klaren Plan mit seiner Base. Ja. Hat die Frage, wie er drauf ist, der Typ. Kommt er raus, wenn ich hier rumballer? Kommt er nicht raus? Also, wenn der Scientist rumballert. Ich baller ja nicht rum mit der Crossbow. Was werden wir jetzt gleich rausfinden? Oh, guck mal, hat noch mal einer geradet oder was? Gelohnt, war. Das kann auch dann er gewesen sein. Vielleicht kommt der auch einfach woanders her, oder? Weiß man auch nicht. Jetzt hat die Baum mich hier hin. Weil hier bist du halt nah, wenn du so Cargo machen willst oder sowas, das geht natürlich gut hier. Und der Wasserlabor ist auch nicht so weit weg. Don't know, ey. Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Gut. Leute. Baller das mit denen rein hier und dann gehen wir auf jeden Fall nochmal los. Aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst an die Kommentare, haut rein. Bis dann. Tschüss.